Wird es 2021 einfach keine Fahrräder mehr zu kaufen geben? Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Biking TV. Heute indoor ein Video gefilmt, wegen dem ganzen Wind draußen. Ja, und es ist wirklich auch ein sehr akutes Thema. Und zwar, es geht um die aktuellen Lieferprobleme in der Fahrradindustrie. Es trifft zwar wohl auch noch andere Industrien, aber ich möchte jetzt mal ein bisschen was erzählen, was ich so mitbekommen habe. Ihr wisst natürlich, auf den Mountainbike- und Fahrrad-News-Portalen findet man auch schon Artikel, auch in den normalen Medien, Zeitungen. Ja, es hängt zusammen mit der Corona-Pandemie, die natürlich generell sehr viele Branchen und ja, das auch das Leben der Leute halt sehr trifft. Und ja, bei vielen ist natürlich, wie jetzt hier im Hochsauerland, wo ich wohne, wo dann der Tourismus, die Gastronomie, wo die ganz direkt betroffen sind, weil halt durch die Lockdowns ja einfach die Einnahmen wegfallen. Ja, und da gibt es natürlich in der Eventbranche und der Kunstbranche, Kultur ganz, ganz viele Beispiele. Und bei der Fahrradindustrie ist es komplett verdreht, deswegen muss man es auch mal genauer beleuchten, was da genau passiert ist. Und zwar war es so, dass seit den ersten Lockdowns 2020 die Nachfrage nach Fahrradteilen, Fahrrädern, also was extrem gestiegen ist. Sowohl im sportlichen Bereich, also Mountainbikes, sogar Trailbikes, also sind total eine Nische eigentlich, sind ausverkauft. Aber auch natürlich im Alltagsbereich, weil jetzt viele Leute statt Urlaub geguckt haben, was kann ich in der Umgebung machen, Fahrradtouren, super schön. Ja, und Fahrradfahren generell auch den öffentlichen Nahverkehr natürlich auch gut ersetzt hat für viele in der Stadt. Es gibt viele Spekulationen, viele Gründe, warum das so hoch ging. Und deswegen war auch nach dem kurzen Lockdown, oder das heißt kurzen Lockdown im April, letzten Jahres auf einmal das Boomjahr der Fahrradbranche. Die hatte Rekordgewinne, Rekordumsätze, alles gemacht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Damals gab es schon einzelne Stimmen, kritische Stimmen, die gesagt haben, nicht alles gut hier, weil die haben natürlich gemerkt, die Händler haben alle geordert, also Ware bestellt wie sonst was. Und es gab natürlich auch in den asiatischen Ländern, das muss man wissen, die Fahrradindustrie hat quasi den Großteil der Produkte, der Produktion in den asiatischen Ländern, also Taiwan ist da ganz viel, aber auch mittlerweile auch China und auch natürlich Japan durch Shimano, also einer der Monopolhersteller für Teile. Ja, das heißt, da gab es Ausfälle, weil die auch durch die Pandemie Lockdowns hatten. Und es gab auch Rohstoffausfälle und so weiter und so fort. Sprich, das haben die dann auch wieder hochgefahren, aber es gab da natürlich auch noch Lücken. Und jetzt kam diese riesige Nachfrage und die einzelnen kritischen Stimmen haben schon gesagt, was wird jetzt passieren? Ist nicht alles Friede, Freude, Juhu, Fahrradindustrie boomt, sondern es wird extreme Probleme geben. Man muss reagieren. Aber ja, wie das im Leben so ist, die Sicht ist meistens nicht so lang. Viele haben das gar nicht so ernst genommen. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Die Endverbraucher haben den Salat. Bikes, Fahrräder, Mountainbikes, E-Bikes, aber auch Teile sind oft nicht lieferbar und oft sehr viel später. Also das Problem kennen manche vielleicht von großen Versendern oder so, dass eigentlich immer im Laufe des Jahres irgendwann klar war, Heidebaus, jetzt kann man einfach sicher gehen, dass es einige Monate dauern wird, bis man sein Bike endlich hat. Jetzt ist es so, dass auch normale Fahrradfirmen extrem Probleme haben, wenn sie das Bike zu 99% da fertig haben, aber dieses eine Teil ist nicht lieferbar. Was will man dann machen? Dann können sie es nicht ausliefern. Dann können sie, wenn sie einen guten Service haben, kulant sind, können sie das jetzt quasi dann vielleicht noch mit einem anderen Teil, was sie noch auf Lager hatten, ersetzen. Was machen jetzt die Händler? Die Händler haben teilweise jetzt schon Probleme in der Reparatur, weil vielleicht Ketten oder Belege oder irgendwelche Verschleißteile auch nicht mehr lieferbar sind. Also Shimano hat da große Probleme. Und kann denn Shimano nicht einfach ein neues Werk bauen, ist die Frage. Mit sowas plant Shimano jetzt nicht, weil die denken sich, wir wissen ja nicht, ob es danach so weitergeht. Und wenn wir jetzt ein neues Werk bauen und nachher haben wir eins zu viel, das machen sie nicht.
Ja, und dann kommen natürlich die Preissteigerungen, weil die ganzen logistischen Kosten, Transportkosten, also die Schiffscontainer und so, haben sich irgendwie bis 500-800% gestiegen vom Preis pro Container. Das ist für die Bike-Firmen dann auch schon ziemlich krass. Ja, und das wird natürlich an den Endverbraucher in irgendeiner Weise, auch wenn es nicht so viel ist, weitergegeben werden müssen. Ja, was können wir jetzt machen? Also alle Leute, die ein Fahrrad kaufen wollen, vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Wir können mal gucken, welche Händler haben noch was auf Lager. Aber jetzt irgendwie Traumfahrrad in der Größe, in der Farbe, also davon könnt ihr ausgehen, dass das wird wohl nichts. Also das ist sehr schwierig. Und manche Händler haben schon mit Pressemeldungen, manche Firmen meinen, ich haben reagiert. Ja, und werden vielleicht jetzt weiter Händler sterben? Weil eigentlich war es so, dass Fahrradhändler ging es auch ganz gut, nachdem man schon seit ewigen Jahren gedacht hatte, die Händler werden sterben. Durch die Versender werden viele kleine Händler sterben, haben sich aber vielleicht durch den E-Bike-Boom, generell durch verschiedene Dinge, doch noch viele Händler in den Städten und so weiter gut entwickelt. Es kamen auch neue Händler dazu. Also da kenne ich jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so ein total krasses Händlersterben, wo du sagst, alle Fahrradhändler machen jetzt zu, weil alles nur online ist, das gab es nicht. Aber jetzt die Frage, welche Händler können das überstehen, wenn sie keine Ware mehr liefern können, wenn die Reparatur Probleme macht? Ja, deswegen ist es wirklich eine existenzielle Krise in der Fahrradbranche. Teilweise die Reifenhersteller können nicht mehr beliefert werden, die Rohstoffe und so weiter und so fort. Also wird es sehr schwierig. Was können wir machen als Endverbraucher? Also ich bin ja eh ein Fan von Gebrauchtfahrrädern. Also meine Fahrräder sieht man zum Beispiel in meinem Reiserad. Das ist auch Gebrauch gekauft. Ja, und vielleicht kann sich jetzt mal die Fahrradindustrie reflektieren, gucken, welche Produktion kann man nach Europa verlegen. Genau. Und ja, meine Schaltung ist ja von Rohloff, die ist aus Deutschland. Da gibt es jetzt keine Probleme. Wenn sich jetzt alle eindecken und Teile bunkern, wird es natürlich auch nicht einfacher. Deswegen, es ist wirklich schwierig, gerade zu prognostizieren. Es wird wahrscheinlich auf Mitte 2022 oder erst später wieder Normalität herrschen in der Hinsicht. Muss man wohl mal gucken, ne? Ja, deswegen schwierige Zeiten. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen jetzt schon schreiben. Habt ihr Probleme, eure Fahrräder, dass da Ersatzteile für gibt? Verschleißteile? Wollt ihr dieses Jahr eigentlich ein neues Bike kaufen? Kommt jetzt vielleicht ein Gebrauchtkauf für euch in Frage? Das sind so die Themen. Also, große Thematik. Wird es 2021 einfach keine Fahrräder mehr zu kaufen geben? Ja, wie wird die Branche das überstehen? Die Arbeitsplätze, die dahinter stecken in der Fahrradindustrie? Man kann quasi nur das Beste hoffen und gucken, dass vielleicht sich auch Firmen und Händler auch anpassen können an die Situation. Aber es wird auf jeden Fall schwierig. Und ja, ich hoffe mal, der Einblick hat euch ein bisschen geholfen. Ich bin bei Velo Total angestellt. Das heißt, wir haben auch ein Magazin für Händler. Wir sind sehr in der Thematik drin, in dieser ganzen Branchenthematik. Und ja, natürlich für die Leute in der Fahrradbranche ist das der Nabel der Welt, aber die anderen Industrien, Autoindustrie, die wollen ja auch an die Rohstoffe und so weiter und so fort. Das heißt, die Fahrradindustrie ist da sehr klein in dem Vergleich. Wird man halt sehen, was passiert. Also ich würde mir wünschen, dass dieser jährliche Zyklus, jedes Jahr neue Modelle, dass das geändert wird. Das haben die selbst in der Autoindustrie nicht, weil das ein totaler Wahnsinn ist eigentlich, jedes Jahr neue Modelle zu machen. Also da könnten sie ruhig vielleicht einen Katalog, ein paar andere Farben oder keine Ahnung. Was denkt ihr dazu? Ich bin gegen diesen Rhythmus. Ich würde sagen, lieber länger, bis es dann neue Modelle gibt, damit es nicht so ein totaler, so ein Wettlauf ist und im Frühjahr werden schon quasi nächstes Jahr Modelle angeteased und dann kann man die auf den Festivals und wieder neu und alle müssen immer neue Bikes kaufen, weil das ja vom Vorjahr wieder veraltet ist. Also ich sehe das schon kritisch. Genau. Sagt mal eure Meinung, eure Erfahrung. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen jetzt auch interessiert, das Thema. Bis dann.